Hallo und willkommen zurück zu Queen's Wish. Wir sind jetzt hier im Untergrund. Keine Karte. Nisselands. Wir sind hier bei Dragon's Lair. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Wahrscheinlich einen fiesen Drachen. Könnte man ja so vermuten. This was once a mighty Nissa fortress. Centuries ago, a mighty force shattered the town's in front wall. It is now a smoldering ruin, crumbling into enormous foam hole underneath. The air is smoked with ash and sulfur. It is scorching hot, and your eyes and throat burn. Okay, das scheint ziemlich straightforward zu sein. A tower looms above you to the east. At the top you see a dragon. It's alive. Although you are in plain sight, the beast doesn't look at you. She just stands still. Then she sniffs the air. She tilts her head to the side, perplexed. Then she turns and walks out of sight. She is a very old beast. You aren't sure if she detected you or not. Mm-hmm. You enter the lower hall of this fortress. This was the main floor. Tunnels lead off to the north and south. The dragon couldn't fit into these, so she collapsed them. Giant hungry lizards watch the hall. The dragon left them here as guards and, when needed, snacks. Okay, wir sollten wahrscheinlich einfach mal die Power Potions auffressen. So. Emerald Salamander. Okay, die müssen wir also erstmal oben bashen. Die kann man aber auch übernehmen. Hm. Oh, da ist auch noch wer. Iguana King. Drauf gehen. Das ist eigentlich Zeitverschwendung, aber na, der wird auch nicht mehr lange halten. Ja, wunderbar. Dann können die sich jetzt gegenseitig bekämpfen. Dann machen wir in der Zwischenzeit den kaputt. Da sind aber schon die nächsten. Drei Bleeding, das sollte genau reichen.
Der wird aber auch nicht mehr so lange halten. Das heißt, da sollten wir... Ja, genau. Der pustet immerhin die eigene Schlange an. Da sollten wir den nächsten übernehmen. Ob es jetzt effizient ist, die Schlange anzugreifen? Wahrscheinlich schon. Ah. Das ist eine Zeitverschwendung, diese Schlangen anzugreifen. Jetzt könnten wir es machen mit dem Rundumschlag. Oh, sehr schön. Dann machen wir einmal den. Wäre wahrscheinlich eh gestorben, ne? Da. Häusen nochmal. Seine. Ja, wobei der hat auch eine Menge drauf, dann machen wir das. Dann machen wir eine Heilung hinterher. Da müssen wir uns eigentlich auf den konzentrieren. Der wird aber jetzt auch nicht mehr. Ja, genau. Immerhin greift er die Schlange direkt wieder an. So ein Shit. Puh, dann nochmal. Haben wir nochmal so diese Dinger. Ziehen wir sie mal ein bisschen weg. Vielleicht haben wir da auch eine bessere Chance, die einfach einzeln kaputt zu machen. Wird natürlich jetzt diese dumme Schlange casten. Ah, treff doch mal. Okay. Der hat aber kein. Na, zumindest kein gutes. Dann hält er sich einmal selber. Jo. So, Nummer 1. Dann haben wir da oben.
nur zwei. Zumindest bisher keine Gifte drauf. Ja. Die scheinen nicht nachzukommen. Okay. Dann der nächste. Okay. Das sieht dann schon etwas böser aus. Das sind jetzt vier. Naja, die machen da jetzt eine Schlangentruppe. Machen wir nochmal. Aha, wir sollen da hin. Das Ziel ist es einfach, das Ding ranzukommen. Oder auch nicht? Dann ist das Ziel, alles einzusammeln und das da dran zu kommen. Oder so. Damit ist man auch sofort weg. Naja, da baut man sich halt verhältnismäßig schnell zu, da kommen wir jetzt auch nicht mehr rüber. Da springt er aber drauf. Moment, und eingesammelt hatte ich die eben schon. Da kommen wir ja auch nicht wieder vorbei. Na, da kommen wir auch nicht mehr runter.
Ja, wenn ich zumindest klar wissen würde, was das Ziel ist. Da ist auf jeden Fall Schluss. Da käme man aber ja auch nicht mehr ran. Jetzt könnte ich hier die alle einsammeln. Und dann würde ich da nicht mehr rankommen. Oder muss man doch die da vorne einmal überspringen? Nee, da käme man ja dann auch nicht mehr weiter. Dann käme man nicht mehr an die hin, an die ran. Das ist auch so weg. Da käme man auch nicht mehr aus der Ecke raus. Die einzigen Wege, an D dran zu kommen, wäre entweder von da aus oder von unten. Also, nee, ja, da würde das auch nicht funktionieren. Das hier ist grundsätzlich schlecht zu erreichen. Damit ist direkt vorbei. Damit haben wir uns auch zugebaut. Aha! Okay. Super. 10 Erfahrungen. Das hat's gebracht. Da bringen wir mal die nächsten um. Ab. Ah, wieso funktioniert das nicht? Ach Mann, das gibt's doch nicht. Ja, das so, muss schon funktionieren irgendwie.
So. Den da. Ja, wenn die hier anfangen, diese ganze Grütze zu casten, dann wird's halt ärgerlich. Ja, das sollte schon irgendwann funktionieren mit dem Übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob die unterschiedlich viel Melt Resist 55. Na gut. Jetzt dürfen sie den auch angreifen. Den hätte ich gern. Jetzt kommen die dummen Schlangen aber an. Aber den. Das will einfach nicht. Yes. Sehr schön. Da haben wir wieder die Schlangen. Der ist aber auch lange übernommen gewesen jetzt. Okay. Der ist jetzt zu weit weg da unten. Die sind jeden Moment wieder bös. Ja. Weil der ist auch wieder bös. Sauber. Dann machen wir mal die kaputt. Ja, warten wir noch, bis der andere wieder hochkommt. Gut. Der hätte ruhig treffen dürfen. Okay. Schön.
Dann kann der sich eine kleine Heilung machen. Okay, hatten wir hier noch irgendwo diese Münzspieldinger? Nee. Oh, okay. The second hall is empty. The floor is covered with claw marks. The dragon spends a lot of time down here, but she isn't here now. The former hall below this fort has an outlet here. There's a pool of magma in the middle of the hall, slowly eating away at the floor. A century or two from now, the dragon will probably have to move out. That's just the way it is with these old houses. Good now. Mhm. Und da ist der Schatz. Okay, dann müssen wir hier nochmal hoch und dann umbringen. Teppich. At last, you find the dragon's lair. You can see her to the west, perched at the edge of a huge pit. At the far end of the hall, you can see her brood. Her enormous children launch around. Occasionally, they look at her hungrily, wondering if they could kill her and take her treasure. The dragon does not react to your entry at all. She stares off into space, looking at a point about 20 feet to the north. You can see now that she's extremely old. You get close enough to the dragon to see her eyes. They are entirely white. That explains why she never looked at you. Instead, she sniffs the air. Ah, yes, human sniff. Better heavenites. I am Shubael, and I welcome visitors. Behind her, her children watch with interest, hoping you will slay Shubael for them. Yes, I'm here. Shubael nods. Of course, a polite little guest you are. How do you know that I'm here? My eyes failed me centuries ago, but all my other senses are strong. The little hairs on my wings feel every move. My magic tells me all my nose and ears do not. I can hold this lair easily. Your scent, she sniffs, heavenite. I know the smell. How do you get this lair? Did you get this lair? I took it. I blasted open its walls, ate the Nisse and moved in. Their strange little tricks don't work on me. They fear me. Heavenites smell different? Yes, the food you eat, the clothes you wear, they all have tiny differences. If you're in Sacramentum long enough, they may fade. Not yet. Yes, I'm from Haven. You have returned. The Nisse will fight you now. Interesting to watch. I wonder if her children start hissing loudly behind her. She turns and snaps, silence, or I will devour you and start anew. You have a lot of children. So many. This lair is too safe, too secure. Not enough of them have winnowed. Fortunately, they demand the right to eat you. You will kill some of them before you are devoured. Then I will have fewer to fight off. That is fair. You want meat? I want a trophy from my wall. That is fair. You want meat? I want a trophy for my wall. Sure, your kids can try to eat me. I'd rather not take part. No, you don't get a choice. You were doomed when you entered my hall. It is just, I am hungry too. I will compete with my children for the precious morsels, the dragon pounces. Okay, da müssen wir hier. Zip. Shubael the Blind, 7000 HP. Ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, wieso ich da stehen bleiben sollte. This creature is too far away. Aha, okay. Void Infection. Das war das wieder, was rumexplodiert. Okay. Dann nicht.
Es an hier. Okay, dann machen wir den an. Evaded, super. Dragon Whelp. Mental Resist 90%, aber auch so viele Hitpoints. Das ist schon eine ordentliche Anzahl an, an Gegnern hier. Die kriege ich auch so nicht kaputt. Da sollte ich schon weg. Ja, ich probiere es nochmal. Ich meine, selbst wenn ich diesen Debuff abbekomme, so, das hat auf jeden Fall funktioniert. Das heißt, ich müsste die jetzt hier bloß irgendwie reinpullen. So. Ja. Sehr gut. Nicht ganz optimal. Schießen wir uns darüber. Ist okay. Den frühstücken wir jetzt mal ab. Aber allein an dem bin ich ja jetzt schon dran. Das ist schon auf jeden Fall ein Stück Arbeit hier. Hm.
Der Buff ist jetzt auch schon wieder weg. Confused Stunt. Aber dafür kann ich halt das hier jetzt auch einfach machen. Kann sich selber mal heilen. Ja. Dann holen wir mal die nächsten. Ich glaube, wenn der einmal anfängt, diesen Debuff zu verteilen, dann wird das auch nicht mehr aufhören. Okay, da kommt was. Wunderbar. Ja. Auf geht's. Nummer 2. Da kommt noch wer. Treffen wäre cool, aber ja, Blindness ist halt nicht hilfreich. Ist aber auch nur ein Welpe. Den halt auch noch slowen, ja, wunderbar. Wieder blind. Oh, confused, vulnerable. Das ist jetzt nicht so gut. Dann machen wir mal den. Ja, treffen müsste man trotzdem. Thank you.
Ist er blind wieder? Ja, das ist schon blöd. Autsch. Sehr schön. Wieso kommt der nicht dran? Ja. Sollte der doch eigentlich den wieder angreifen? Jo. Damit hätten wir 3, wenn der jetzt tot ist. Na, der kriegt da Schaden durch. Das ist eher harmlos. Schön. 169 Schaden. So. Okay, dann haben wir noch den Boss und noch einen kleinen, glaube ich. Ne? Die sind alle weg. Alle weggeputzt. Ne, da hinten ist noch einer. Ja, da haben wir jetzt das Void-Dings. Okay, das sind noch ein paar mehr. Huh. Ja, die dann im Front-Draufkampf zu besiegen, kann man, glaube ich, vergessen. Die muss man auf jeden Fall pullen. Oder vielleicht reicht's, wenn man sich auf die Queen konzentriert. Queen für die, auf die Dings halt. Lololo. Wunderbar. Quatsch. Aha.
34. Den sollten wir wohl heilen, wa? Ja, vielleicht hätte ich vorher doch besser nochmal rasten sollen. Weil das könnte dann doch vielleicht mit der Mana etwas knapp werden. Ich meine, jeder von denen ist schon Arbeit irgendwo. Okay. Super. Void Infection. Naja, da kommen jetzt zwei. Das wäre nicht gut. Lässt sich vielleicht nicht vermeiden. Aber vielleicht kriegen wir das noch schöner hin. Die Welt, was hat denn der für Werte hier? Physical Evasion 40%. Ah, weil er dahinter steht, wird er nicht rangezogen. Dafür kommen da jetzt die Viecher an. Und er kriegt Schaden. Ja, das bringt's aber auch nicht. Wie kommen wir an die dahinter dran, aber möglichst separat? Ich könnte versuchen, mich zu denen hin zu teleportieren. Es geht an. Ah, okay. Wenn wir jetzt. Ach, shit, da habe ich. Ja, damit haben wir jetzt wieder alle gepult. 7000 hat der.
7000. Ich könnte ihn natürlich auch zu zweit rausziehen. Das hat auch funktioniert. Anscheinend immer noch nicht bemerkt. Wieso trifft er nicht? Manton Resist 90%. Das gibt's doch nicht. Ich meine, 55% Physical Evasion ist auch schon hart. Aber das sind schon sehr viele 55%. Da muss doch irgend mal was von treffen. Also. Auf und davon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann schießen wir hier nochmal. Kannst du machen. Schön. Und auf geht's. Jetzt treffe ich dafür erstaunlich häufig. Na, solange die nur mit solchen Rumpustereien was machen, aber keinen Schaden, ist das schon okay. Immerhin kommt da grundsätzlich kein Gift bisher. Slow ist auch schön. Da ist immer blind. Das war nicht so gut. Muss. Und jetzt müsste er verbluten. Genau. So, haben wir den nächsten. Dahin. Dahin.
dahin und wieder auf die Reise. Ist nicht so optimal. Ne, das war nichts. Ja, aus irgendeinem Grund kommt er da zweimal ran, also ist halt zu schnell. Ja, und da steht mir halt dieses Dings im Weg. Der wird mich jetzt ranziehen. Ne? Jetzt zieht er mich ran. Noch ein Versuch. Wieder dahin. Ich meine, bis dahin komme ich sehr solide. Da weiß ich, wo man hinzapsen muss, um da nichts zu triggern. Zip. Vielleicht wäre es auch sogar eine Idee, alle hier rüber zu schleusen und den dann einfach nur anzugreifen. Ohne mit dem einen Kampf verwickelt zu werden. Wenn ich da jetzt schon einmal mich dahin bampfe. Ja, jetzt kann ich hier flüchten. Der ist schnell. So.
Vielen Dank, da wollte ich eh hin. Ja, dann lass mal da mal weiterkommen. Ja, das war nicht so klug. Okay, da kann man durchschießen. Sehr gut. Nicht so gut. Schöner Bleed. So, jetzt würde ich den gerne noch slowen. Weakness, das kann ich nicht machen. Slow. So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen arbeiten. Ja, solange er keinen Schaden macht. Das ist auf jeden Fall bisher damit am Abstand schwerste Kampf. Also da muss man schon rumtaktieren, damit da überhaupt was geht. Okay, den müssen wir einmal heilen. Ist natürlich auch irgendwo schade, dass ich den anderen Drachen eben nicht getötet habe, weil den Erfolg... Na, okay. Den Erfolg würde ich halt dann wohl nicht bekommen, weil ich nicht alle Trophäen gesammelt habe. Und da jetzt nochmal das ganze Stück nochmal neu zu machen, nur dafür, wäre mir dann auch zu blöd. Das sieht aber gut aus. Heal ist dann nicht mehr. Jo, damit ist er. Im Eimer. Okay, so. Da haben wir aber immer noch was. Dann ist es aber auch jetzt erstmal Zeit, einen Schnitt zu machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal den Kampf gegen den Drachen wohl machen. Ich schätze mal, dass dann noch ein oder zwei Kämpfe gegen die Kleinen kommen, wenn nicht sogar noch mehr. Aber dann gehen wir den Drachen an. Ich denke, dass der an sich dann kein Problem sein wird. Aber schauen wir mal. Also, bis denne.